Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Netto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir schauen uns kurz den Risikohinweis an. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und Sie müssen am Ende des Tages Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das bleibt wichtig. Okay, dann offiziell nochmal guten Morgen, Jens. Und ich übertrage sehr gerne den Bildschirm. Freue mich auf das Webinar mit dir. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. So, einen Augenblick. Manchmal hier klick, klick. So, und mein Bildschirm übertragen. Zack. So, jetzt müsste man den Bildschirm sehen. Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich und wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mal schauen, ob wir heute ein bisschen was Spektakuläres zusammengetragen bekommen. Ehrlich gesagt, die Hoffnung auf eine sehr, sehr volatile Handelswoche bestand ja durchaus. Jetzt letzte Woche begünstigt dann durch eine Ankündigung, bei der ich schon geahnt habe, dass sie potenziellen Vola-Trigger ist. Interessanterweise wird das jetzt allerdings gerade so ein bisschen relativiert alles. Das fing nämlich am Freitag ja schon an mit Huawei und dem Setzen von Huawei, dem großen chinesischen Smartphone, unter anderem Smartphone-Entwicklertechnologie, Riesen aus China auf die schwarze Liste in den USA. Wer zum Beispiel ein Huawei-Smartphone hat, der weiß um die Abhängigkeit vom Betriebssystem Android und somit um die Abhängigkeit von Google. Ich gehe sehr stark davon aus, das habe ich auch schon gesagt, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Unternehmen sehr, sehr gut sein dürften. Und das wurde ja auch von Seiten Huawei bestätigt. Google hat sich so ein bisschen zurückgehalten, verständlicherweise. Und zwar auch deswegen, weil Huawei ja mittlerweile im europäischen Bereich eine riesengroße Nummer spielt. Und während ich übrigens spreche, auch ich habe einen Risk Disclaimer natürlich vorbereitet. Werde aber jetzt hier parallel, während ich schon mal spreche, nochmal kurz die Webseite zum Buch aufrufen. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe nämlich einen sehr, sehr tollen, eine sehr, sehr tolle Frage bekommen. Letzte Woche, vorletzte Woche schon bereits, von einem Schweizer Gymnasiasten mit einer Frage zum Thema, wie schalte ich eigentlich Emotionen im Trading aus? Und ich habe das als Basis genommen für einen Blogartikel und habe in dem Zusammenhang auch unter anderem auf das Buch verwiesen und auf die These. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, nochmal kurz zurück zu Huawei. Und zwar, Huawei ist eben in diesem Zusammenhang natürlich ich nenne es jetzt mal Technologiegigant, der auf dem besten Weg ist, auch weltweit führend eventuell sogar zu werden. Wir sehen, dass wir zum Beispiel in Europa die zweitmeisten Smartphones, glaube ich, verkauft haben und in diesem Zusammenhang auch Apple hier überholt haben im Jahr. War schon 2018, ich glaube ja, oder bezog sich ja schon auf 2019. Samsung ist noch an der Spitze, aber Huawei ist in Riesenschritten dabei, dort auch aufzuholen. Und ja, Fakt ist auf jeden Fall, im Großen und Ganzen ist eigentlich Huawei, Entschuldigung, in den USA kaum jemand betroffen von diesen Blacklisten des Unternehmens. Ich glaube, rund 2% der dortigen Bevölkerung haben einen Huawei. Das sieht hier in Europa ganz anders aus. Und demnach greift jetzt dieser Handelskrieg, der dort von den Seiten der USA beziehungsweise seitens des Weißen Hauses, seitens Donald Trumps initiiert wird, eben auch auf Europa über und sorgt potenziell für einiges nochmal an zusätzlicher Unsicherheit, die eben am Montag in einigen Abschlägen resultiert hat. Und wir switchen jetzt mal ganz kurz rüber zum Chart in den DAX. Sorgt eben dafür, dass wir einiges an Vola am Montag zu sehen bekommen haben. So, Abschläge, von denen wir uns aber gestern erholen können. Also die Abschläge sehen wir hier. Scharfe Abschläge. Auf der Short-Seite konnte man einige Punkte eben tatsächlich verdienen. Und dann haben wir jetzt in der Folge zu einer Korrekturbewegung gestern angesetzt. Bevor wir jetzt übrigens weiter uns dem Markt hier analysetechnisch widmen, will ich mal ganz kurz eine Order eingeben. Die Order Open Range. Es gibt eine interessante Besonderheit jetzt gerade eben. Ich gucke mal kurz hier. Das Tief der Range liegt bei 24. Das Hoch der Range liegt bei 50, sehr schön. Okay, also dann gebe ich jetzt mal die Order ganz kurz ein. Es wird ein Sell Stop sein. Moment, Verzeihung, das habe ich jetzt verbockt. Hier. Es wird ein Sell Stop sein. Aber es ist weiterhin die 50. Okay, also Entry Price 12.124. Wir werden
uns fix bewegen und hier Stop arbeiten auf der Verzeihung 1,51. Take Profit setzen wir dann gleich entsprechend und platzieren jetzt erstmal die Order. Oh, Moment, was habe ich gemacht? Stop Loss 1,24. Oh, Buy Stop. Ich brauche natürlich einen Sell Stop. Habe ich mich verklickt. So, sehr gut. So, hier ist die Order jetzt platziert. Und jetzt geht hier, wenn wir da draufklicken, auch gleich noch ein Fenster auf. Da sieht man übrigens, also was ich hier nutze, ist das sogenannte Mini-Terminal in diesem Add-on-Paket, was man sich kostenlos hier für den MetaTrader runterladen kann. Und in diesem Zusammenhang ist der, ich nenne ihn jetzt mal etwas altbackende MetaTrader, dann um ein sehr, sehr nützliches Tool, sehr, sehr gut erweitert, meiner Meinung nach. Ich nutze das sehr, sehr gerne, dieses Mini-Terminal, weil es einfach das Trading insgesamt super viel einfacher macht, in Anführungsstrichen. Also offensichtlich hier mit einem Klick bin ich in der Lage, zum Beispiel einen Take-Profit zu setzen, in der Abhängigkeit dann von meinem einzugebenden Chance-Risiko-Verhältnis, was in diesem Fall eben bei einem Verhältnis von 2:1 liegt. So, und dieses Verhältnis von 2:1 bei einer Range-Breite von 27 Punkten liegt eben bei 54. Da können wir den Take-Profit setzen. So, und dann wird er eben auch entsprechend automatisch hier unten gleich eingegeben. Ja. Und ja, ganz kurz zum Setup selbst vielleicht, am Ausgehen von der Open Range, es ist klassisch, ja, man kann erkennen, die Range definiere ich offensichtlich hier in diesem Intervall mit diesen zwei roten horizontalen Linien, die wir im Chart sehen. Das ist die Handelsspanne zwischen 8 bis 9:05 Uhr, da gucke ich mir das hoch und das Tief entsprechende an. Und in Abhängigkeit von dieser blaufarbenen Linie, diesem EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, sage ich dann, ob ich Ausbrüche auf der Ober- und auf der Unterseite trade. Wenn wir drunter handeln, halte ich nur Ausbrüche auf der Short-Seite. Wenn wir drüber handeln, handle ich nur Ausbrüche auf der Oberseite. Wir handeln offensichtlich drunter. Das kann man hier sehen. Diese 5-Minuten-Kerze hat drunter geschlossen. Und infolgedessen geben wir eben eine Sell-Stop-Order in den Markt, platzieren unseren Stop auf dem Hoch der Range. Den Einstieg in die Position, der erfolgt mit Bruch aus der Range auf der Unterseite. Untere Range ist 1,24, obere Range, wo der Stop liegt, bei 1,51, das sind 27 Punkte. Und dann sagt das Setup einfach, wir arbeiten mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 auf, in dem Fall dann der Unterseite, platzieren also unseren Stop entsprechend in einer Distanz von, wenn das Initialrisiko 27 Punkte ist, platzieren das eben entsprechend dann um 54 Punkte, also 2 mal 27, nach unten eben entsprechend und landen dann folglich hier mit einem Take-Profit bei 12.065. Und ja, das ist im Großen und Ganzen eigentlich schon das Setup. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich relativ zügig die Frage auf, ja, funktioniert das denn auch? Ja, und natürlich smart, wie ich bin und Marketer, wie man ja mit der Zeit wird. Die Strategie ist eine derer, die ich in diesem Buch vorgestellt habe. Also allerdings zielt es nicht darauf ab, das ist immer mir ganz wichtig, darauf muss ich verweisen. Es ist eben eine Basisstrategie, die ich sehr, sehr gerne dann auch aufzeige. Auch hier als an der Stelle, man merkt, dass das bei mir ein Flow ist einfach. Also das läuft mir so einfach von der Hand weg. Und das hat damit zu tun, weil ich eben jederzeit genau weiß, was ich tue. Das ist etwas, was essentiell wichtig ist. Ich werde auch gleich, also das ist kein Zufall, dass ich das jetzt so erwähne. Das wird auch in dem Blogartikel eine ganz wesentliche Rolle spielen eben tatsächlich, weil diese Frage kommt logischerweise auf. Ich bin jemand, der fest daran oder fest davon überzeugt ist, und es wird sich auch nur sehr, sehr schwer eben wirklich, wie soll ich sagen, nicht umkehren lassen, sondern von der Hand weisen lassen, das wird nicht funktionieren, zu sagen, dass man keinen Ablaufplan benötigt. Also Trading ist etwas erstmal per se unglaublich Abstraktes und wir sind jederzeit gefühlt mit Situationen konfrontiert, die wir in dieser Form noch nie vorher in irgendeiner Form in unserem Leben gesehen haben oder mit denen wir konfrontiert gewesen sind. Und warum ist das erwähnenswert? Nun, wir tendieren ja dazu, auf Stresssituationen mit Information oder Erfahrung aus der Vergangenheit zu reagieren. Also das heißt, unser Gehirn sucht nach ähnlichen Situationen in der Vergangenheit, wenn wir unter Stress sind, und versucht dann ausgehend von dieser Vergangenheit eben Lösungen zu formulieren für die jetzige aktuelle Stresssituation. Das Problem beim Trading ist allerdings, der Abstraktionsgrad ist natürlich extrem hoch. Also anders formuliert, wenn ich mir jetzt hier so einen Chart angucke, ja, dann sehe ich da ein paar Kerzen. Aber das lässt sich nicht in irgendeiner Form auf eine Lebenssituation anwenden. Also wie zum Beispiel, wie reagiere ich, wenn
ich weiß nicht, wenn ein Kind schreit oder wenn ich irgendwie über die Straße laufe und kommt ein Auto angerast oder sowas, ja, das lässt sich nur sehr, sehr schwer wirklich miteinander in Einklang bringen. Und deswegen sind wir oder tendieren wir dann auch dazu, eben im Trading einem enormen Stress ausgesetzt zu sein, der uns dann dazu führt oder bringt, emotional zu werden und dazu zu tendieren, basierend auf sogenannten kognitiven Verzerrungen, unsere Entscheidungen zu treffen. Kognitive Verzerrungen wiederum sind allerdings dafür prädestiniert schon fast, möchte man sagen, eben eine vom positiven Erwartungswert generell abweichende Entscheidung zu treffen oder anders unprofitable Entscheidungen zu treffen in unserem Handel. Und um diesem eben vorzubeugen, ist es so extrem wichtig, einen klar formulierten Ablaufplan eben zu haben, zu wissen, dass eine Handelsstrategie eben nachweislich profitabel ist und in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie funktioniert und dann eben auf diesem einen entsprechenden Ablaufplan zu formulieren, den ich konsequent immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder durcharbeite jeden Tag. Das, was dabei natürlich ein bisschen schwierig ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir eigentlich, oder das ist zumindest die Erfahrung, die ich über die Zeit gemacht habe, wenn man fragt, warum willst du Trader werden, immer relativ häufig die Antwort bekommt, naja, ich will einfach frei sein, ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen, ich möchte aus diesem 0815 oder diesem 9-to-5-Job, in dem ich aktuell eventuell gefangen bin, möchte ich ausbrechen. Und das impliziert auch, dass man eben nach mehr Flexibilität, nach Freiheit eben strebt. Trading ist aber interessanterweise das komplette Gegenteil von Freiheit und solch einer Freiheit, die man dann anstrebt. Tatsächlich erfordert Trading eine unfassbar hohe Disziplin und ein eben vorher genaues Einschleifen eines Ablaufplans, der routiniert durchgeführt wird. Also im Grunde genommen ist dieses Streben nach Freiheit im Trading nicht zu finden oder wird dort mit Sicherheit nicht befriedigt. Und ja, das alles macht nur mal so im Zusammenhang eben auch mit dieser Strategie, warum ich auch diese Strategie hier gerne vorführe, weil sie eben das wunderbar meiner Meinung nach illustriert. Auch wenn ich sofort auf den ersten Blick, und wenn man sich das genau anschaut, dann wird man feststellen, ich war gerade ohne Probleme in der Lage, eben genau meinen Ablaufplan zu formulieren und zu sagen, wieso tue ich jetzt genau das? Also ich definiere die Range, definiere den Vorteil, formuliere mein Setup ausgehend von dieser Range eben entsprechend. Gehe den Trade ein, habe meinen Stop gesetzt, habe mein Take-Profit-Level gesetzt und jetzt entscheidet der Markt eben entsprechend. Schön wäre natürlich günstigerweise, wenn er positiv ist oder wenn da jetzt ein positives Ergebnis bei rauskommt, wird er ausgestoppt. Das ist aber auch nicht problematisch, weil ich eben für mich einen Glaubensgrundsatz für mein Trading formuliert habe, der es eben gewährleistet zu sagen, ich bin mir darüber im Klaren, dass das Ergebnis eines einzelnen Trades rein zufällig ist. Aber das Wissen darum, dass die Strategie einen positiven Erwartungswert hat, sorgt dafür, dass die Aneinanderreihung dieser zufälligen Ergebnisse eines Trades dazu führt, dass ich unterm Strich ein messbares, positives Ergebnis haben werde, also eine steigende Kapitalkurve folglich. Und ja, was ist jetzt in dem Zusammenhang für diesen Blogartikel, den ich gerne mit euch teilen wollen würde, so interessant? Ich verweise ja jetzt in den Webinaren, die wir hier immer gehabt haben, sehr, sehr gerne darauf und verweise auch in dem Zusammenhang. Das ist übrigens die Buchwebseite. Auf die gehe ich im erweiterten Sinne auch in diesem Blogartikel ein. Und zwar, die findet ihr unter jk-trading.com, also meiner Webseite, und dann hier oben über Blog. Und ich versuche natürlich auch mit den Headlines oder auch mit den verwendeten Bildern, habe ich jetzt draufgeklickt? Ich hoffe doch. Ja. Versuche ich natürlich auch so ein bisschen so einen Eyecatcher zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche einen Blogartikel gehabt, der eventuell auch ganz interessant sein könnte. Alleine von der Headline, was können wir von Babys für unser Trading lernen? Ja, will jetzt aber nicht darauf eingehen, weil das würde jetzt von dem eigentlichen Thema, worauf wir hier eingehen, abweichen, nämlich wie verhindert man emotionales Trading? Und diese Frage, die wurde eben aufgeworfen von einem Schweizer Gymnasiasten, der gerade eben an seiner Schule seine Abschlussarbeit schreibt oder in Bereich einer Prüfung eine Abschlussarbeit zu verfassen hat. Und er hat sich dem Thema Devisenhandel eben gewidmet. Und ich hatte ja als erstes Buch damals, hat mich der Finanzbuchverlag gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und das erste Buch, was ich damals da verfasst habe, was allerdings jetzt auch schon mittlerweile fast schon 5 Jahre, glaube ich, her ist. Ich habe den Link jetzt mal in die Chatbox eingestellt. Das war eben die Frage, und ich habe dann gesagt, ich habe dann eine Idee für den zum Thema Devisenhandel eben tatsächlich. Und so seine Abschlussarbeit widmet sich diesem Thema und hier ganz besonders den Aspekten Risiko-Money-Management und Trading-Psychologie und dann der Behavioral Finance. Und
Das war natürlich, oder das ist tatsächlich einer der Hauptaspekte, dem ich mich in diesem ersten Buch eben tatsächlich widme. Und deswegen hat er mich dann angeschrieben, weil er hat jetzt dann nämlich Folgendes gemacht. Er hat das gelesen, er hat das durchdrungen, diese Materie. Er hat dann sogar ein kleines Spiel in diesem Zusammenhang als Experiment mit seinen Klassenkameraden gespielt, wo er diese dargelegte These, dass nämlich Privatanleger Verluste tendenziell länger laufen lassen als Verluste länger laufen lassen als Gewinntrades, wo er das praktisch bewiesen hat, wo er gesagt hat, das ist tatsächlich dabei rausgekommen. Ganz interessant, weil im ersten Moment ist das natürlich eine These, die stellst du auf und sagst, okay, aber ob das jetzt dann auch auf den Einzelfall anzuwenden ist, und es ist tatsächlich derart gewesen, dass er das schon bei seinen Klassenkameraden festgestellt hat. Aber jetzt ist er im letzten Teil natürlich der Arbeit, wo es wahrscheinlich darum geht, dann ein Gesamt Bild zu formen und eben auch Lösungsvorschläge zu präsentieren, wie man diese kognitiven Verzerrungen, denen wir im Trading unterliegen, eben in den Griff zu bekommen, ist ja dann einer Frage unterlegen, die ich folgerichtig finde und die auch zeigen, wie tief er sich mit der Materie offensichtlich auseinandergesetzt haben muss. Er fragt sich nämlich, lang oder kurz gefasst, er fragt sich, wie verhindert man eigentlich emotionales Trading? Also etwas anders zusammengefasst, wie kann ich es denn schaffen, mich an einen vorher klar formulierten Handelsplan zu handeln, halten? Und ich habe in diesem Zusammenhang dann hier jetzt in diesem Blogartikel meine Antwort an ihn habe ich eben dann dargelegt und habe dann eben auch diese These nochmal aus dem Buch, 90% der Trader verlieren 90% der Einlage in 90 Tagen, ausgehend von eben der Überlegung, dass 90 oder das resultiert aus der Tatsache, dass 90% über keine nachweislich profitable Handelsstrategie eben verfügen. Das ist die Kernthese des Buchs eben, Trader. Und jetzt ist es allerdings so, ich müsste wahrscheinlich von der Handelsstrategie das ein bisschen globaler fassen. Also ich selber habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe festgestellt, diese 90%, die keine profitable Handelsstrategie haben, die Aussage ist zwar richtig, aber eigentlich nicht umfassend genug. Eigentlich müsste es wahrscheinlich heißen, dass es eben keinen profitablen Tradingplan gibt. Aber ein Tradingplan ist wesentlich mehr als nur eine Handelsstrategie. Und da komme ich dann eben zu den Fragen, die da beantwortet werden. Und in dem Zusammenhang eben auch, um zum Beispiel stolpern wir darüber, über dieses Trading-psychologische Profil, was man sich hier über die Webseite zum Buch eben runterladen kann, wo man eben Fragen für sich beantwortet, die zum Beispiel Antworten geben, wie, wer bin ich überhaupt oder warum will ich überhaupt traden? Und ausgehend hiervon eben dann diesen klaren Ablaufplan formulieren lassen, den ich gerade eben schon angerissen habe, wo man eben ganz klar sagt, so fühle ich mich heute zum Beispiel, also wenn ich mich so und so fühle, weiß ich, dass ich gut performe, weil so und so. Und ausgehend hiervon darf ich so und so viel Prozent meines Kapitals zum Beispiel riskieren. Und dann laufe ich diesen Ablaufplan, den ich klar zu formulieren habe, in Bezug auf meine Handelsstrategie eben zum Beispiel durch. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, und darum geht es jetzt eigentlich bei dieser Frage, nämlich, dass man bei solch einer klaren Dokumentation und solch einer klaren Formulierung seines Tradings relativ zügig von dem rein monetären Aspekt des Tradings wegkommt. Was meine ich mit rein monetärem Aspekt? Es ist nicht selten so, dass viele sagen, ich trade, um Geld zu verdienen. Diese Aussage als solche ist nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz wird sie langfristig erfahrungsgemäß nicht zum Erfolg führen. Relativ gute Parallele kann man dazu ziehen, zum Beispiel, wenn man sich ja, vielleicht auch Politiker anschaut. Ich glaube, bei Politikern geht es am wenigsten darum, eben tatsächlich diese vielleicht auch relativ attraktiven Bezüge pro Monat eben abzugreifen, sondern da wird es wahrscheinlich eher um die Möglichkeit gehen, tatsächlich Macht ausüben zu können. Perfektes Beispiel eigentlich jetzt die Geschichte mit diesem Video dort in Österreich. Also unterm Strich erkennt man dann doch, dass es dort eben um etwas anderes zu gehen scheint. Es ist eine ganz andere Motivation. Ob sie jetzt gut oder schlecht ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, es zeigt, es geht nicht um den monetären Aspekt. Und das ist ganz besonders auch im Zusammenhang mit dem Trading vielleicht nochmal wichtiger, weil nämlich dieser monetäre Aspekt in diesem Zusammenhang natürlich kurzfristig zu extremen Frustrationen führen kann, wenn ich mich darauf fokussiere. Weil selbst das Handeln einer profitablen Strategie, eines nachweislich profitablen Plans, den ich umsetze, kurzfristig, also auf einen Trade bezogen, rein zufälliges Ergebnis nach sich zieht und Verlust nach sich ziehen kann oder bedeuten kann. Und das bedeutet also etwas anderes. Es gilt zum Beispiel dann, einen anderen nicht monetären Gedanken zu formulieren, der sich in diesem Zusammenhang dahingehend formulieren lässt, dass man zum Beispiel den Weg als das Ziel beschreibt, also den zu durchlaufenden Prozess. Und ausgehend von diesem Prozess und diesem kontinuierlichen, sich immer wieder diesem Regelwerk unterwerfenden und dieses Regelwerk befolgenden Ablaufs in der
Lage ist dann, eine positive Tendenz in diesem Prozess zu erkennen und relativ zügig weg von dem reinen Gedanken, Geld verdienen zu wollen mit dem Trading, wegrutscht. Das ist ein Beiprodukt, also das fällt ab. Also ich verdiene automatisch Geld durch das Treffen richtiger Entscheidungen. Und genau durch diese Prozessorientierung und durch dieses nicht mehr an den Geldbetrag denken, schaffe ich es eben tatsächlich dann, mich auch an die vorher formulierten Regeln zu halten, weil ich weiß, dass es gut ist, dass ich mich an diese Regeln halte. Und ja, im Kern widme ich mich, wie gesagt, dann eben dieser Frage und der Beantwortung der Frage und habe das dann auch hier als Idee für eine praktische Umsetzung eventuell tatsächlich formuliert. Und verweise einfach mal deswegen, jetzt habe ich relativ lange darüber gesprochen, verweise einfach mal gerne auf den Blogartikel selbst, beziehungsweise generell auf den Blog, weil ich mich versuche, einmal der Woche, das mache ich dann immer freitags, veröffentliche die, versuche ich dann einfach immer mal so eine Frage dort aufzugreifen und motiviere auch gerne alle, die das lesen und alle, denen solche Fragen unter den Nägeln vielleicht brennen, einfach diese gerne mir mal zu schicken. Also ich suche da immer auch nach Input. Also nicht, dass mir es an Input mangelt, aber wenn dort jemand jetzt sagt, der hat jetzt hier zu und sagt, hey, das wäre mal eine Frage, die würde mich mal interessieren und die könnte man sicherlich in unserem Blogartikel auch verarbeiten, schickt mir gerne eine Mail. Ich würde das liebend gerne tatsächlich verarbeiten. Also mir macht es Spaß. Und ja, das also in diesem Zusammenhang bezüglich des Ablaufplans. Mal gucken, ob er schon, nein, er ist noch nicht tot, er lebt noch. Marktbedingungen insgesamt, jetzt wollen wir uns mal dem Research ein bisschen auch in Bezug auf den DAX widmen. Marktbedingungen insgesamt sind meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht besonders günstig. Wir haben eine Tendenz gehabt im DAX selbst, die hat, ich ziehe das mal hier so ein bisschen zusammen, die hat auf der Stunde, besonders nachdem wir hier dann diese Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA zu sehen bekommen. Aber das war, ja, das war schon eine erste Eskalation, darf man schon sagen. Donald Trump hat hier übers Wochenende hat er einen Tweet abgesetzt, wonach er die Erhöhung der, wie heißt das? Importzölle auf chinesische Güter angekündigt hat, trotz der noch bevorstehenden Gespräche. Dann am Ende der Woche, das war jetzt vor ungefähr anderthalb, zwei Wochen, als dann die chinesische Delegation zu weiteren Gesprächen noch in die USA gereist ist, eben tatsächlich potenziell wahrscheinlich Druck hat aufbauen wollen. Diese Gespräche sind dann gescheitert. Die resultierende Unsicherheit hat natürlich erstmal zu Abschlägen geführt und diese Abschläge beschleunigten sich dann auch noch letzte Woche am Montag, als nämlich die Chinesen dann mit entsprechenden Gegenmaßnahmen auf den Plan getreten sind. Jene Gegenmaßnahmen übrigens, die bis jetzt in Bezug auf Huawei und dann auch folglich potenziell Apple noch nicht erfolgt sind. Also da gibt es nur Andeutungen, aber noch nichts wirklich Konkretes. Man sollte das aber im Hinterkopf bewahren. Also das schwebt wie so ein Damoklesschwert über dem Markt aktuell, nämlich dass es dort zu potenziellen Vergeltungsankündigungen kommt. Man sieht schon eine erste Tendenz, in welche Richtung es geht. Also zum Beispiel gab es am Montag eine Meldung, wonach der chinesische Premier Xi in einem Unternehmen hier unterwegs war, wo er welches seltene Erden fördert und welche zur Herstellung zum Beispiel von hochwertigen Technologien, zum Beispiel Chipentwicklung und dergleichen Smartphones, essentiell wichtig sind. Und jetzt glaube ich, fliegt uns der Trade gleich raus. Sieht jedenfalls danach aus. Also wir laufen nochmal in Richtung auf jeden Fall der Tageshochs. So, das war es jetzt leider. Gut, also wie gesagt, und da zeigt sich schon bereits, in welche Richtung dann auch der potenzielle Druck eben hier seitens der Chinesen aufgebaut werden dürfte. Also dass man nämlich zum Beispiel dann den USA die entsprechenden Rohstoffe vorenthält. Die USA sind ja in diesem Bereich und viele Unternehmen auch in den USA, Qualcomm zum Beispiel, die sind ja in der Technologieverarbeitung oder auch in der Chipherstellung sind die ja federführend. Nichtsdestotrotz ist das Problem dabei immer, du musst natürlich auch mit entsprechenden Rohstoffen versorgt werden. Oder ich formuliere es mal etwas um. Donald Trump zum Beispiel hat ja einen schönen Plan formuliert, Make America Great Again, und die Unternehmen versucht er ja anzuhalten, global, die mit den USA in Geschäften stehen, Volkswirtschaften, die mit mit den USA in Geschäften stehen, eben dazu anzuhalten, ihre Produktion in die USA umzulagern, auch um dort Arbeitsplätze zu schaffen. Das Problem ist jetzt nur, vor allem bei den dann bei dem Druckaufbau und diesen protektionistischen Maßnahmen, die da auf den Weg gebracht werden, sie provozieren natürlich Gegenmaßnahmen und in einer globalisierten Welt, in der wir alle miteinander vernetzt sind, ist es unterm Strich eben dann durchaus auch sehr realistisch, dass zum Beispiel
Länder wie China in Bezug auf seltene Erden einfach die Versorgung dann entsprechend einstellen. Auch Auswirkungen, die merkt man jetzt schon auch bereits, wenn man sich den Soft-Commodity-Bereich anschaut, dass zum Beispiel Agrargüter hier seitens der Chinesen aus den USA nicht mehr verstärkt nachgefragt werden. Also unterm Strich bezahlt der Verbraucher oder beziehungsweise auch die kleineren Unternehmen, auch früher oder später wahrscheinlich dann die größeren, und demnach auch dann die Aktionäre bezahlen den Preis dafür. Wirklich bei so einem Handelskonflikt gewinnen, gefühlt jedenfalls im ersten Moment, tut kaum jemand. Und folglich ist es dann eben tatsächlich so, dass dort auf jeden Fall immer eine Berücksichtigung in Bezug ganz besonders auf Apple stattfinden sollte. Huawei und auch der chinesische CEO hat ja hier gesagt, dass man sich untereinander schätzt. Also ich glaube, man arbeitet auch sehr intensiv miteinander zusammen. Man ist zwar Konkurrenz, aber nichtsdestotrotz arbeitet man eben auch im Zusammenhang auf die Weiterentwicklung seiner Produkte eben miteinander zusammen und sieht das als gesunde Konkurrenz an. Und Google selber hat auch in seinem Statement relativ deutlich gemacht, das konnte man sehr klar herauslesen, dass man sich hier dieser Weisung, dieses Dekrets des US-Präsidenten fügt, was allerdings auch impliziert, dass man selber nie auf die Idee gekommen wäre, hier in irgendeiner Form dort irgendwie Geschäftsbeziehungen zu gefährden oder irgendwie kaltzustellen oder die Versorgung eben mit dem zum Beispiel Android-Betriebssystem in irgendeiner Form plant einzustellen oder sonst dergleichen. Jetzt gab es auch ja bereits einen Aufschub seitens des, wie heißt das, DOC? Auf jeden Fall ausgehend von dem Ministerium, welches dort diese Entity-Liste eben führt. Blablabla of Commerce, glaube ich, Deputy? Nee, keine Ahnung. Of Commerce auf jeden Fall. Und es gab schon bereits einen Aufschub. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die aktuelle Entspannung, die wir am Markt sehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch wenn zeitnah vielleicht jetzt nicht unbedingt eine nächste Eskalationsstufe erreicht wird, ist dennoch denkbar, dass da eben solch eine folgen könnte. Und das sollte man im Hinterkopf bewahren. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben diese Abschläge gesehen. Der Markt konnte sich dann letzte Woche beginnen, ein bisschen zu erholen. Haupttreiber war mit Sicherheit diese Ankündigung vergangene Woche Mittwoch, als Donald Trump eine Verzögerung der Importzölle auf Automobile aus der Europäischen Union verkündet oder das in Aussicht stellte erstmal. Das ist mittlerweile übrigens konkret geworden. Es hat dann zu einer bullischen Reaktion geführt, die sich auch bis in den Wochenschluss übertragen hat, also zumindest am Donnerstag sehr stark dargestellt hat. Am Freitag konsolidierten wir dann um 12.200 Punkte. So, dann kommt eben jetzt diese Eskalation mit Huawei, Abschläge. Es kommt zu einer Attacke nochmal hier auf diesen Bereich um 12.000 Punkte. Und jetzt zu einer Gegenbewegung, wo wir insgesamt sagen können, wir sind alles in allem in einem neutralen Modus gefangen. Also eine klare Tendenz ist nicht erkennbar, auch wenn wir natürlich vielleicht sagen sollten, es ist ein leicht bärischer Touch erkennbar, meiner Meinung nach, solange wir unterhalb von 12.350 Punkten traden. Alternativ kommt vielleicht der ein oder andere und sagt, na, aber wieso? Wir sehen doch hier eine Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs. Die wird letzte Woche Donnerstag, die wird aktiv, ja, weil wir nämlich ein vorheriges relatives Hoch hier in dieser Abwärtsstruktur überwinden. Das war der Bereich um 12.200, 220 Punkte ungefähr. Und demnach, wenn jetzt hier zu einer Korrekturbewegung kommt, korrigieren wir diesen Progressionsarm dann hier nahezu nur um 100%, nur um jetzt eben nochmal uns auf der Oberseite zu schaffen zu machen und diesen Bullenmodus eventuell nochmal aufzusetzen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung man pendeln sollte, deswegen tue ich wahrscheinlich gut daran, das Bild insgesamt als neutral eben hier zu formulieren, aber in Summe ist es auf jeden Fall, in Summe sind wir erstmal choppy unterwegs. Vorteil klar zu identifizieren, fällt schwer und demnach halten wir uns dann auf den untergeordneten Zeitebenen eben hier an die rein technische Betrachtung und dann als Vorteilsidentifikator nutzen wir einfach den EMA 50 und sagen, wenn wir drüber handeln, long, wenn wir drunter handeln, short und ab die Post. So, jetzt sehen wir aktuell eben, dass der Fehlausbruch auf der Unterseite hier fabriziert wird, kurz, und wir jetzt zu einer Attacke auf die Tageshochs nochmal ansteigen oder anziehen und diese auch attackieren. Ob das jetzt allerdings eine nachhaltige Bewegung ist, warten wir mal ab. Schlüsselbereich dürfte wahrscheinlich so die Region um die gestrigen hoch sein. 12.180 ist es ungefähr. Sollten wir diesen Bereich überwinden, könnte das weiteres Aufwärtsmomentum nochmal freisetzen und dann auch ganz klar für die Folgestunden die Long-Seite favorisieren. Nochmal sei aber auch darauf hingewiesen,
Sie sollten jederzeit den Twitter-Account von Donald Trump berücksichtigen, beziehungsweise wir sollten auch jederzeit mögliche Meldungen aus China in Betracht ziehen, ganz besonders in Bezug auf Apple, die eben dann hier für eine scharfe Korrektur nochmal sorgen könnten und in Richtung dann der 12.000-Region führen. Vorausgesetzt natürlich, wir setzen zurück unter das 12.100er-Level. Wirtschaftsdatentechnisch ist der heutige Kalender verhältnismäßig dünn, mit Ausnahme allerdings von zwei Datensätzen. Zum einen der Datensatz, der aus, wo haben wir es? 23. Oh, oh, ja, da fehlt was. Oder beziehungsweise eventuell ist der nicht mit einer hohen Relevanz gekennzeichnet. Heute Abend gibt es nämlich das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, der FED. Das ist hier in dem Wirtschaftsdatenkalender, ist das nicht aufgeführt. Das ist als solches, ehrlich gesprochen, muss man wahrscheinlich auch sagen, jetzt nicht so spektakulär. Also ich persönlich sehe da zumindest, ehrlich gesprochen, kaum eigentlich einen signifikanten Treiber. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es eine sehr, sehr interessante Entwicklung gegeben hat. Und zwar aus der Perspektive, dass in dem Statement der Fed von vor 3 Wochen, also am 1. Mai war diese Sitzung, ja, auch Jay Powell zu Wort kam und Jay Powell hier gesagt hat, dass man aktuell ausgehend von der Datenlage keinerlei Grund für einen Schritt in die eine oder in die andere Richtung sieht, also zinstechnisch. Sprich, etwas anders formuliert, man hat eigentlich gesagt, wir werden weder den Zins in den Jahresschluss hinein anheben, als dass wir werden ihn auch nicht senken. Was jetzt in diesem Zusammenhang natürlich sehr, sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass wir mittlerweile für den Dezember wieder eine Spekulation sehen, wonach wir fast 70% der Marktteilnehmer haben, die auf eine Zinssenkung in den Jahresschluss bis zur Dezember-Sitzung der FED eben spekulieren. Und das zeigt, dass der Markt den Worten vom FED-Chef Powell offensichtlich keine so hohe Signifikanz zugesteht oder die Glaubwürdigkeit doch vielleicht auch ein bisschen gelitten hat durch jetzt auch diverse Interventionen in den ersten Monaten des Jahres oder eigentlich schon seit Amtsantritt von Powell, nachdem er von US-Präsident Trump ins Amt gehievt worden ist und die diversen Interventionen und Attacken via Twitter in diversen Pressekonferenzen und dergleichen dann auch sicherlich die Unabhängigkeit der FED begonnen haben, so ein bisschen in Frage zu stellen. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, der Markt sieht interessanterweise mit 70%iger Wahrscheinlichkeit derzeit eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte. Das erkennt man daran, dass diese schraffierte Säule hier das aktuelle Zinsniveau ist und da oben bis Dezember ich das jetzt angeklickert habe. Was bedeutet, wenn wir hier eine Wahrscheinlichkeit haben, dass das Zinsniveau seitens des Marktes bei 32% gesehen wird, dann ist das Gegenereignis offensichtlich, dass wir eben mit fast 70% hier eine Zinssenkung sehen. Die meisten sehen eine um nur 25 Basispunkte. Es gibt aber auch einige Marktteilnehmer, die sogar, wenn man diese drei Säulen hier zusammenfasst, die sogar eine Zinssenkung eben um 2 mal 25, also 50 Basispunkte eben tatsächlich sehen. Und das resultiert sehr wahrscheinlich dann auch ausgehend von der sich immer weiter darstellenden Sorge rund um einen eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA. Einige Marktteilnehmer nehmen offensichtlich sind sehr skeptisch, auch infolge dieser Invertierung der Zinsstrukturkurve in den USA, die eigentlich immer eine Rezession anzeigt, also oder die Tendenz, dass es da früher oder später zu einer Rezession kommt, ausgehend von der Überlegung. Also Zinsstrukturkurve bedeutet ja nichts anderes, als dass wir bei einer normalen Zinsstrukturkurve einen steigenden Verlauf haben sollten. Also kurzfristige Zinsen werfen weniger ab als langlaufende Anleihen. Und nun ist es eben dann tatsächlich so, dass eine Abflachung dieser Zinsstrukturkurve, also ein Annähern der Zinsniveaus der kurzen Laufzeit und der längeren Laufzeit, bedeutet, dass man kurzzeitig von der jeweiligen Notenbank, in dem Fall dann die FED, erwartet, dass sie den Zins konstant hält bzw. anhebt. Das hebt den kurzfristigen Zins.
und zeitgleich aber für die Zukunft skeptisch ist und er davon ausgeht, dass der Zins über eine lange Zeit konstant bleibt beziehungsweise eher gesenkt wird. Und dadurch kommt es eben zu einer Angleichung dieser kurz- und längerfristigen Zinsniveaus beziehungsweise, wenn sich das ganz extrem darstellt und man sogar für die Zukunft Zinssenkungen erwartet, während man kurzfristig Zinsanhebungen erwartet, dann heißt das etwas anderes, dass man davon ausgeht, dass langfristig sich das Wirtschaftswachstum deutlich eintrübt und eher abkühlt, also dass wir eher in einer Rezession daneben laufen. Und diese Invertierung können wir in US-Staatsanleihen auf jeden Fall deutlich erkennbar wahrnehmen. Und das ist dann etwas sicherlich, was sich auch in diesem Fed Watch Tool hier in dieser Stelle eben tatsächlich darstellt oder darbietet, dieses Bild. Und lange Rede, kurzer Sinn, also das nur zur Erklärung. Worauf es jetzt hinausläuft, ist, dass wir dieses Sitzungsprotokoll ganz genau beäugen werden müssen. Da werden wir nämlich schauen müssen, ob es irgendwelche Anzeichen gibt, dass sich hier eine solche Haltung manifestiert, die entgegen den Worten von Jay Powell stehen, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Eher wird es wahrscheinlich so sein, dass das nochmal die neutrale Haltung aktuell der Fed unterstreicht. Und jetzt wird es interessant und dann sind wir im Devisenbereich auch relativ zügig und landen auch beim Euro-US-Dollar hier. Das ist übrigens jetzt natürlich richtig Käse. Also, aber auch das wiederum, es ist halt ein Trade, es ist ein zufälliges Ereignis, aber die Marktbedingungen sind natürlich auch für Breakout-Ansätze aktuell alles andere als optimal. Also was meine ich mit Käse? Käse ist, wenn du hier short eingestoppt wirst, ausgestoppt wirst und der Markt es trotzdem auf der Unterseite abkippt. Ja, das ist alles andere als optimal gerade. Aber kommen wir kurz zum Euro-US-Dollar. Also, in Bezug auf diese Haltung könnte das zusätzlich nochmal einen Treiber für den US-Dollar nach sich ziehen. Also der US-Dollar potenziell davon vielleicht profitieren, von solch einer Rhetorik. Und wir sehen sowieso auch aktuell, besonders in Bezug auf den Euro, aber auch in Bezug zum Beispiel aufs britische Pfund, da gab es ja gestern auch einige Entwicklungen. Theresa May hat sogar zwischen den Zeilen jetzt ein zweites Referendum vielleicht sogar in Aussicht gestellt. Sollte es zu einer Zustimmung ihres noch vorzuschlagenden Brexit-Deals tatsächlich kommen, soweit ich das jetzt beobachtet habe. Also die Farce geht weiter. Kurzzeitig sahen wir dann im britischen Pfund übrigens, ich springe jetzt ein bisschen, aber einen Moment, den muss man ganz kurz abarbeiten. Wir sahen einen kurzen Push Richtung 28 gestern in den Abend hinein und werden jetzt mittlerweile wieder komplett abverkauft. Anders formuliert, die können sich im Kreis drehen und Hula-Hoop tanzen, mittlerweile im britischen Parlament. Ich glaube, die nimmt kaum noch jemand für voll. Und mit Ausblick auf die Europawahl und auch diesem Zuspruch, den die Brexit-Partei von Nigel Farage jetzt hat. Und es zeichnet sich ja ab, dass das eine sogar der stärksten Ergebnisse im gesamteuropäischen Raum wird. Also eine den Brexit befürwortende Partei. Ja, das ist natürlich etwas, was sich dann auch hier potenziell in diesem Verlauf im Pfund Sterling widerspiegelt. Und ergänzend zu der aktuellen US-Dollar-Stärke, wie gesagt, die wird primär allerdings hier von Pfund Sterling Schwäche im Währungspaar Pfund Sterling gegen US-Dollar gehalten, aber nichtsdestotrotz, der US-Dollar könnte da auch nochmal Aufschläge sehen, ist es sogar sehr realistisch, dass wir im Pfund Sterling bis in den Bereich dieser grünfarbenen Linie laufen, also dieses Momentum noch aufrecht erhalten, bis in den Bereich vorstoßen eben hier so ungefähr 24,50. Das gilt ganz besonders, nachdem wir jetzt hier diese rot gestrichelte Linie unterschritten haben. Die meiner Meinung nach eine technische, äußerst hohe technische Signifikanz eigentlich tatsächlich hatte, auch wenn das hier im Daily Chart nicht so aussieht, aber man sieht, dass unterhalb dieses Levels dann auch nur noch wenig Support zu finden ist. Und übrigens noch ein weiterer potenzieller Treiber neben diesen politischen Entwicklungen ist dann zusätzlich heute, dass um 10.30 Uhr, also das heißt ungefähr eine Stunde von jetzt, noch Inflationszahlen veröffentlicht werden, die natürlich, sollten sie unter der Erwartung reinkommen, und ich bin erstaunt ehrlich gesagt, die werden erwartet mit 2,2% year on year. Diese Erwartungshaltung ist meiner Meinung nach relativ aggressiv. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dort zu einer Enttäuschung kommt. Und eine Enttäuschung könnte zusätzlich nochmal Spekulationen anfachen, wonach die Bank of England vielleicht sogar gesehen wird, zeitnah ebenfalls expansiver aufzutreten und zusätzlich noch bärisches Momentum initiieren, welches uns zügiger sogar bis in den Bereich um 24,50 führt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Währungspaar aktuell. Und jetzt kommen wir zum Euro-US-Dollar, Europawahl, Nigel Farage, lässt schon mal eine erste Tendenz erkennen. Wir haben sowieso einen relativ starken Rechtsruck, der zu erwarten ist, meiner Meinung nach, in dieser Wahl jetzt übers Wochenende. Das heißt also, Eurokritiker oder die eurokritischen Stimmen, die werden wieder sehr, sehr laut werden. Und das ist erstmal ein potenziell bärischer Treiber für den Euro.
Ergänzend hierzu, wie gesagt, dann heute Abend noch die FED, das FED-Sitzungsprotokoll. Ich will es eigentlich nicht spektakulärer darstellen, als es ist. Also das müssen wir auch sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass das FED-Sitzungsprotokoll heute Abend um 20 Uhr unserer Zeit ein mega wohler Garant ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist durchaus in der Lage, im derzeitigen Umfeld und ausgehend vom derzeitigen Bias, der sich etabliert, vielleicht doch nochmal zusätzliche Nachfrage im US-Dollar zu erwarten. Und das wäre dann in der Lage, wie gesagt, hier den 1,11er-Bereich nochmal in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Und generell spricht noch weiteres auch vieles für den US-Dollar aktuell. In dem Zusammenhang sei jetzt auch nochmal darauf verwiesen, dass wir natürlich in diesem Umfeld, in dem sich jetzt auch diese protektionistische Haltung seitens der, der USA beginnt zu manifestieren, besonders in Bezug auf China, ist natürlich zu Gegenmaßnahmen seitens der betroffenen Länder, der exportorientierten Länder kommt, nämlich, dass sie versuchen, negative Effekte dieser Importzölle auf ihre Volkswirtschaften dahingehend zu konterkarieren, dass sie versuchen, ihre Währung abzuwerten. Das haben wir letztes Jahr schon sehr deutlich gesehen. Im Dollar-Yuan zum Beispiel sind wir in Richtung der 7er-Marke gelaufen. Als diese Gespräche dann angestoßen wurden und sich die Situation zunächst ein wenig entspannte, kam es zu einem Rücksetzer im Dollar-Yuan und jetzt laufen wir wieder zurück in den Bereich um 7. Der sei übrigens auch deswegen erwähnt, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, weil das hier eine sehr interessante positive Korrelation zum Bitcoin zu geben zu scheint. Also ich formuliere es mal um. Wir sind jetzt wieder zurückgelaufen, trotz dieses kleinen Zwischendrops zum Wochenende, letzte Woche im Bitcoin. Der kleine Push, dieser Mini-Flash-Crash ist zurückgekauft worden. Wir pendeln derzeit im Bereich, glaube ich, um 8.000 Dollar. Und warum ist das interessant? Wenn wir diese Korrelation jetzt als gegeben hinnehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass es so bleibt, ist relativ hoch und wir davon ausgehen, dass der Dollar-Yuan zurück über 7 läuft, erachte ich es als nicht sehr unwahrscheinlich, dass der Bitcoin auch weitere Nachfrage erfährt, die uns in den Folgewochen, vielleicht sogar zügig, abhängig vom dünnen Umfeld, gar nicht so unwahrscheinlich, zügig in Richtung der 10.000er-Region vom Bitcoin eben befördern könnte. Also das vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen ganz interessant. Und ja, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, der Ausblick für den Euro bleibt per se erstmal nicht besonders positiv. Bedauerlicherweise sind wir nicht sofort durch diesen Bereich um 1,12 damals gelaufen und haben weiteres Momentum mit Ziel um 1,10 und auch 1,09 vielleicht sogar aufgenommen. Jetzt besteht aber eine realistische Möglichkeit. Sollte es zu einem Unterschreiten der 1,11 kommen und sich dieses Markenfeld weiter derart präsentieren, wie es sich aktuell präsentiert. Sei aber auch darauf hingewiesen natürlich, dass jederzeit damit gerechnet werden muss, dass die Trump-Administration wieder massiv interveniert und versucht natürlich, den US-Dollar in irgendeiner Form schwach zu reden. Und da gab es ja diverse Versuche auch, die unternommen worden sind, auch seitens zum Beispiel dem Chief Economic Advisor Kudlow, direkt nach den Non-Farm Payrolls, ergänzend dazu auch der Finanzminister Mnuchin, die dann plötzlich hinsichtlich der Fed aktiv wurden und kommunizierten, die mussten eine Zinssenkung auf den Weg bringen und dergleichen. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir im US-Dollar nicht die starke Reaktion gesehen haben, die wir eigentlich hätten erwarten dürfen auf solch einen soliden Datensatz. Aber alles in allem würde ich auf jeden Fall den Vorteil im Euro-US-Dollar derzeit in Richtung Short kippen sehen. Also noch bin ich neutral und würde oderhalb der 1,11 ungerne mich short positionieren und einen Bruch antizipieren. Dazu gab es in der Vergangenheit einfach zu viele dann nach kurzer Attacke wieder aggressive Gegenbewegung. Aber insgesamt sehe ich den Vorteil hier eigentlich relativ deutlich, eigentlich auf der Short-Seite. Und pro US-Dollar kontra Euro, das gilt ganz besonders, wie gesagt, wenn das Europawahlergebnis so ausfällt, wie es sich derzeit abzeichnet, meines Erachtens nach, also sehr eurokritisch zu erwarten ist. So, das zum Euro-US-Dollar. Blicken wir mal auf Gold. Da hat sich das Bild noch nicht groß verändert. Ich persönlich muss sagen, ich bin extrem überrascht. Ich persönlich bin grundsätzlich short für Gold, ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass nachdem wir hier, besonders letzte Woche, wann war es eigentlich? Das war eigentlich schon vorletzte Woche, als eben hier dort sich eine wie soll ich sagen, eine Eskalation zwischen den USA und China eben abzeichnete und wir in Richtung der 1300er Marke zurückliefen, da bin ich für Gold verhältnismäßig positiv eigentlich schon gewesen. Wieder habe eigentlich gedacht, dass diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich hier abzeichnet, wahrscheinlich Makulatur ist und zeitnah eine Negation stattfindet mit Rückeroberung der 1310. Stattdessen
sehen wir plötzlich letzte Woche dann beginnend hier am 16., also das heißt letzte Woche Donnerstag, ein recht starkes Abkippen, welches sich dann in Freitag hinein, in den Wochenschluss in den letzten, beschleunigt und jetzt nochmal diesen Bereich um 1266 in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Sollte es zu einem Unterschreiten dieses Levels kommen, darf man diese Schulter-auf-Schulter-Formation nochmal als aktiv betrachten und dann sind auch weitere Abschläge denkbar, die uns bis in die Gefilde um 1230 weiterführen. Das heißt also, dass diese SKS dann aufgelöst wird. Wobei ich allerdings jetzt auch schon diverse Male gesagt habe und das auch gerne hier nochmal betonen möchte, ich bin nicht wirklich gerne aktuell short in Gold. Also infolge dieser Price Action, die wir hier gesehen haben, rein technisch spricht vieles für die Short-Seite, aber alles oberhalb von 1266 muss meiner Meinung nach auch im derzeitigen Marktumfeld wahrscheinlich jederzeit damit gerechnet werden, dass es nochmal zu einem Push auf der Oberseite kommt. Und deswegen möchte ich eigentlich nur den Break der 266 shorten. Also das ist dann so jener Bereich, wo ich sage, dass das wäre für mich attraktiv oder dann würde ich mich bestätigt fühlen. Jetzt kommt allerdings ein Problem in dem Zusammenhang ins Spiel und jenes Problem ist nämlich, dass wir dann Chance-Risiko-Verhältnis technisch Schwierigkeiten bekommen, weil wenn wir die 2,66 nämlich shorten mit einem Ziel um die 2,30, 2,35, 2,30, dann haben wir irgendwie eine Chance zwischen 30 bis 35 US-Dollar pro Feinunze und bei einem adäquaten Stop-Level dürften wir hier im Bereich liegen, so um 1300, 1303 ist sogar das Hoch. Also kurzzeitig haben wir sogar die 1300 zurückerobert. Das Problem dabei ist eben, dass das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn wir es ganz, ganz günstig rechnen, bei 1:1 liegt, wahrscheinlich sogar eher kleiner 1:1 ist. Und das ist natürlich nicht besonders attraktiv dann für solch ein Setup für Gold. Ja, und deswegen, da gibt es wahrscheinlich dann attraktivere Märkte, denen man sich widmen kann. Nichtsdestotrotz sei das nochmal kurz, vielleicht auch für die kurzfristige Fraktion dann erwähnt, weil natürlich auch in untergeordneten Zeitebenen sich so ein bisschen die Frage stellt, wie könnte man denn hier vielleicht agieren und dann bestünde da realistisch natürlich auch die Möglichkeit, einen Bruch vielleicht zu antizipieren, sobald wir recht nah in diese Gefilde vorstoßen. Also, dass wir dann, weiß ich nicht, Konstellationen sehen, wie zum Beispiel ein fallendes Dreieck. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Ich zeichne das mal so ein. Ich hoffe, dass man mir das jetzt nicht übel nimmt. Aber, dass ich nicht mit einem realen Chart arbeite, aber das passt vielleicht ganz gut, weil wir erstmal abwarten müssen, dass sich solch eine Konstellation ergibt. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das hier diese Support-Linie ist. Ich mache die mal grün. Und schreibt doch mal 1266 hin. 1, 2, 6, 6. So, das ist also dieses Support-Level in Gold. Und jetzt kommen wir von oben. Setzen von mir aus das eine mal auf. Ein Moment übrigens. Vielleicht machen wir das mal in schwarz. Vielleicht ein bisschen gar nicht so schlecht. Und dann machen wir auch die Linie ein bisschen dicker. So, also wir kommen von oben. Setzen auf. Es kommt zu einer Gegenbewegung. Setzen nochmal auf. Kommt zu einer Gegenbewegung. Und dann, bumm, geht's runter. Das wäre zum Beispiel etwas für kurzfristig orientierte Trader, die auf untergeordneten Zeitebenen zum Daily unterwegs sind. Also wir haben die Signifikanz der 2,66 haben wir herausgestellt im Daily-Chart. Und jetzt sind wir eben zum Beispiel auf der Stunde unterwegs oder 15-Minuten-Chart, je nachdem. Jeder suche sich da seinen für sich bevorzugten Zeitraum raus. Dann kommt es eben zu der ersten Attacke auf diesem Bereich, die wird verteidigt. Zweite Attacke wird erneut verteidigt, aber, und das fällt eben auf, wir sehen, dass wir hier eine offensichtlich immer kleinere Nachfrage gegen diese Tiefs bekommen. Das spricht, oder dafür spricht dann in dem Fall, dass eben dort diese Gegenbewegung immer kleiner ausfällt. Das heißt also, der in den Markt um die 1266 kommende Nachfrage versiegt mehr und mehr und erhöht dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass früher oder später die Nachfrage einfach nicht mehr ausreicht, um das Angebot zu kompensieren und es dann zu diesem Bruch auf der Unterseite kommt. Und dann ist es natürlich so, dann macht es schon durchaus, Anführungsstrichen, Spaß, so einen Bruch zu traden, weil du natürlich besonders bei einem dann dem letzten Abprall hier kleineren Abprall in diesen Gefilden hier mit deinem potenziellen Stop arbeiten könntest und mit einem Ziel um 2, wenn wir jetzt mal sagen, dass diese Distanz vielleicht 12 Dollar ist oder so, ja, 12 Dollar, so,
dass man dann eben in diesem Zusammenhang natürlich mit einer Chance auf der Unterseite von vielleicht 30, 35 Dollar ein CRV bekommt, welches deutlich besser 2 zu 1 ist. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, solch einen Bruch zu traden. Die, ich nenne sie jetzt mal konservative Herangehensweise hier auf dem Daily, ist dafür denkbar ungeeignet, weil wie gesagt das CRV dafür nicht attraktiv genug ist. Aber wenn man das kombiniert mit einer untergeordneten Zeitebene, mit beispielsweise einem Pattern, wie solch ein fallendes Dreieck zum Beispiel, dann könnte das sicherlich eine sehr interessante Setup eben geben, ausgehend von der Signifikanz der 266. Ja, das also einfach mal so, wie man die übergeordnete Einschätzung dann in der untergeordneten sich widerspiegeln lassen sehen könnte und das auch vielleicht kombiniert mit einer Chartformation. Alleinstehend würde ich Chartformationen übrigens, das möchte ich auch mal kurz sagen, gar nicht traden. Es kommt oft, öfter mal die Frage, wie sich mein Trading denn so darstellt eigentlich. Und ich bin jemand, der mit verschiedenen Informationen arbeitet, aber niemals eine alleine eben nur als als Grundlage für eben einen Trade erachtet. Also diese Konstellation fallendes Dreieck finde ich, oder auch steigendes Dreieck, das kann man auch in beide Richtungen natürlich anwenden, bullish und bearish, finde ich erstmal sehr interessant, weil ich verstehe die Formation. Es ist nicht nur einfach eine Linie, die ich in den Chart ziehe und gut ist, sondern da steht eine Geschichte hinter und die Geschichte ist, wir haben eine bärische Tendenz, wir haben ein übergeordnet bärisches Bild und dann sehen wir einfach gegen diesen Bereich um 266 eine zunehmend versiegende Nachfrage in den Markt kommen. Und das lässt darauf schließen, dass wenn früher oder später ausreichend Abgabedruck initiiert wird und auch vielleicht sich ein entsprechend fundamentaler Treiber wiederum findet, News-Event, Schichtung, Umschichtung im Zinsbereich zum Beispiel, eine Fed-Sitzung, was auch immer, dass das dann eben hier diesen Treiber nach sich ziehen kann, der uns dann unter die 266 führt, wo dann eben das Angebot die Nachfrage deutlich übersteigt und dann dieser Push eben initiiert wird. Ich würde jetzt allerdings nicht alleinstehend sagen, oh, guck mal, da ist ein fallendes Dreieck, das bin ich immer short, oder da ist ein steigendes Dreieck, bin ich immer long, oder da ist eine Divergenz, bin ich immer short, long, wie auch immer, in welche Richtung, bullish, bearish, sondern das muss einfach sich in den Gesamtkontext eben da einfügen. Und so, glaube ich, so wird dann unterm Strich ein Schuh draus. Ich habe jetzt hierzu noch was anderes vorbereitet, zweierlei habe ich vorbereitet. Ich habe zum einen nochmal einen Gedanken aus der letzten Woche, vorletzte Woche, Verzeihung, vor 2 Wochen haben wir das letzte Mal ein Morning Meeting zusammen gehabt. Ihr erinnert euch dran, wir hatten ein saisonales Muster hier, hatten wir thematisiert, nämlich für das Währungspaar Australdollar gegen den kanadischen Dollar. Und ich hatte das hier eingezeichnet gehabt, das war dieses Zeitintervall, in welchem dieses Muster auftritt. Ich hole das auch übrigens nochmal ganz kurz rauf. Kurz einen Augenblick, muss man eben schauen. Machen wir eben hier noch ein Dokument auf. So. Ziehen wir es mal ein bisschen groß. So, also das waren die Kernparameter dieses Setups. Und zwar vom 7.5. bis zum 30.5. Also das hat interessanterweise genau an dem Tag begonnen, als wir dieses Meeting hatten. Das war ein Dienstagabend, da mit dem Schlusskurs wurde der Trade eingegangen. Mittwochmorgen hatten wir dann eben hier das Morning-Meeting gemeinsam. Und über die letzten 24 Jahre hatte sich dort eben in diesem Zeitintervall, welches jetzt noch übrigens eine Woche läuft ungefähr, gezeigt, dass eben in 83,3%, also in 20 von 24 Jahren, Aussie Cut in diesem Fenster short dargestellt hat. Das ist, wie gesagt, eine Trefferquote von 83%. Der durchschnittliche Gewinn lag hier bei 146 Pips, wenn ein durchschnittlicher Verlust sich von nur 72 ergeben hat. Bei einem maximalen Verlust von 198 und einem maximalen Drawdown, also maximale Distanz, die der Markt gegen uns gelaufen ist, von 214 Pips. Und sieht bis jetzt, glaube ich, ganz passabel aus. Also wenn der Entry erfolgt ist um ungefähr 94,40, wir können auch ein Stück weit tiefer gehen, können auch die 94 nehmen, spielt eigentlich kaum eine Rolle, sind 40 Pips Distanz, sehen wir eben jetzt, dass wir bis in den Bereich hier vorgestoßen sind, mittlerweile um 92,20 und damit tatsächlich unseren durchschnittlichen Gewinn schon bereits abgelaufen haben. Also wenn man ein Setup formuliert hätte, dann würde das so aussehen, dass der Einstieg zum Schlusskurs eben dann in dem Fall des 7.5. erfolgen würde. Das wäre, ich gucke mal jetzt ganz kurz hier drauf, 7.5.
Das ist der Schluss, ja, tatsächlich, ja, der Schlusskurs, der ist da oben, der ist 92, guck mal kurz, 92,30, sieht so aus, ne? Kann das sein? Ne, sogar 92,40 ist es. Entschuldigung, 92, 94, 94,40, das wäre dann also der Schlusskurs zu diesem Tag. Das wäre unser Einstiegskurs. Das wäre ein Entry Short, also 94,40. Dann stellt sich natürlich die Frage nach unserem Stop. Da gibt es jetzt, also ich wäge ab, welchen Stop ich wähle. Erste Möglichkeit ist, dass ich mit dem maximalen Verlust arbeite und eine Stop-Distanz dann hier von 198, also rund 200 Pips, vorausgesetzt, dass dieser Stop ausgehend vom maximalen Verlust weiter wäre. Also ich würde mit dem konservativeren Stop, also dem weiter entfernten Stop arbeiten, als eben die durchschnittliche Schwankungsbreite, die ich mir hier anhand der ATR eben anschaue. Und die ATR zu diesem Zeitpunkt ungefähr bei 50 Pips notiert. Was bedeutet, ein 50 Pips Stop ist vielleicht dann doch ein bisschen eng, auch wenn er natürlich hier nicht geholt wäre, aber das wissen wir nicht vorher. Dann würde ich eben mit einem 200 Pips Stop an dieser Stelle arbeiten. Halte aber immer noch einen positiven Erwartungswert durch die Trefferquote. Das können wir gleich mal kurz ausrechnen. Kann ich euch zeigen, wie man das macht. Dann wähle ich also den Stop mit 200 Pips, ausgehend eben von diesem maximalen Verlust und maximalen Drawdown. Und das Ziel setze ich einfach im Bereich des durchschnittlichen Gewinns. In dem Fall hier bei 150 Pips wäre es dann. Ich würde das nach oben aufrunden. Und das Ziel liegt dann also bei 92,90. Und das wurde mittlerweile schon bereits erreicht. Chance 150 Pips. Jetzt, wie gesagt, kommt sofort der Einwand. Aber was ist das denn? Chance-Risiko-Verhältnis offensichtlich kleiner 1. Das ist korrekt. Aber wir wissen, Profitabilität im Trading ergibt sich ja aus dieser Formel. Erwartungswert durchschnittlicher Gewinn multipliziert mit der TQ, der Trefferquote, abzüglich dem durchschnittlichen Verlust. Mal der Verlustquote, VQ. Und jetzt ist es dann eben so, dass ich natürlich hier diese Kernparameter eingeben kann. Und wenn der durchschnittliche Gewinn bei 150 Pips ist, ich runde das jetzt wie gesagt auf, ich habe eine Trefferquote von 83%, also 0,83. Und davon ziehe ich ab den durchschnittlichen Verlust, den ich hier nicht damit kalkuliere, mit den 72, sondern mit den 200 Pips, die ich als Risiko gehe. Ja, um von meinen Trade-Parametern auszugehen und habe dann aber nur eine Verlustquote von 17%. Dann erhalte ich 150 mal 0,83, 124,5 minus 200 mal 0,17 sind 0,34. Entschuldigung, 34, Verzeihung, natürlich 34. Und dadurch ergibt sich eben ein Erwartungswert von 90,5 Pips. Der ist größer 0. Und demnach ist das Setup profitabel. So kann ich für mich kalkulieren, ausgehend von historischen Daten. Danke für den Hinweis. Was hab ich gesagt? Ich habe gesagt, das ist eine Formel. Ja, natürlich ist das eine Gleichung. Selbstverständlich. Selbstverständlich ist das eine Gleichung. Dass das Setup profitabel ist. So lässt sich das dann entsprechend dokumentieren. Ja. Genau. So, und anknüpfend daran, natürlich jetzt wunderbar nachbetrachtet. Jetzt kommt aber sofort natürlich auch wiederum die Frage auf. Naja, und schön, wie gibt es solche saisonalen Muster jetzt auch aktuell in anderen Märkten, wo man das mal so anwenden kann? Gibt es selbstverständlich, habe ich natürlich auch vorbereitet. Sehr interessant, aktuell mit Sicherheit auch. Der Nasdaq 100. Wir müssen allerdings noch ein bisschen geduldig sein. Das ist erst in 2 Wochen der Fall. Das ist aber ein sehr, sehr profitables Setup eben tatsächlich. Und zwar stellt sich das dar im Zeitfenster zwischen dem 5.6. und dem 27.6. für den Zeitraum von 19 Jahren mit einer Trefferquote von 79%. Und da ist der durchschnittliche Gewinn eben 95 Punkte in diesem Zeitfenster. Also das heißt, der Nasdaq ist in diesem Zeitfenster über die letzten 19 Jahre in 79% der Fälle, also sprich dann in 15 Jahren von 19, 95 Punkte gefallen.
Und 41 Punkte gestiegen, bei natürlich einem maximal entstandenen Verlust für solch ein Setup von 74 und einem maximalen Kursanstieg, weil wir sind ja short, von 117 Punkten eben tatsächlich. Aktuell können wir hier sehen, ich habe die ATR auch da unten schon eingeblendet, aktuell ist die ATR bei 160, 163 Punkten. Ich habe hier auch nochmal einen Average Daily Range eingepflegt, wo man sehen kann, durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 20 Tage bei rund 140 Punkten, der letzten 10 eben bei 163. Also das heißt, Stopweite 150 Punkte scheint adäquat. Wir sollten auf jeden Fall, ausgehend von der derzeitigen Volatilität, unsere Stopweite bemessen und nicht ausgehend hier von dem durchschnittlichen Verlust, der entstanden ist. Das scheint zu nah am Markt zu sein oder wir liegen dann potenziell im Marktrauschen. Dann ist es eben so, dass wir den Schlusskurs des 5.6. abwarten. Das ist der erste Schritt, 5.6. Schlusskurs. Auf diesen gehen wir dann den Trade Short ein, setzen unseren Stop ausgehend vom Einstiegskurs 150 Punkte höher und arbeiten dann mit einem Ziel auf der Unterseite von 95 Punkten, die wir anstreben. Können wir aufrunden auf 100 Punkte. Man kann auch hier zeigen natürlich, dass dann der Erwartungswert der Herangehensweise positiv ist und somit das Setup profitabel. Also das wäre jetzt auch eine Idee, wie man das, was wir jetzt gerade hier ziemlich cool gesehen haben, was am Aussie Cut funktioniert hätte vor 2 Wochen, wie man das dann in 2 Wochen für den Nasdaq eben handeln könnte auf saisonaler Basis. Ja, Punktlandung, 10 Uhr. Das wäre es auch meinerseits gewesen. Ich habe tatsächlich nichts weiter vorbereitet. Das war aber wirklich eine Punktlandung. Sehr gut. Jens, ich bedanke mich bei dir. War wieder eine Stunde mit voller Information. Vielen Dank dafür und natürlich auch bei den Teilnehmern, dass sie heute wieder live dabei waren. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. 5. Juni ist der nächste Termin. Hier wieder mit Jens, 9 Uhr. Tatsächlich? 5. Juni? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja, perfekt. Dann können wir dieses Setup genau da uns nochmal genau en Detail angucken. Das ist ja perfekt. Ja, tatsächlich 5. Juni. Ja, großartig. Als wäre es geplant gewesen. Das hast du jetzt bestimmt gesagt. Du rufst mich gleich an und sagst, du, wir müssen dann noch einen Termin machen. Nee, es steht schon fest tatsächlich. Also wenn es noch nicht aufgeschrieben hast, dann nachholen. 2 Termine haben wir noch. Im Juni haben wir entsprechend schon 5. und dann wieder 2 Wochen später. Gut, aber bis dahin wünsche ich natürlich viel Erfolg. Noch eine erfolgreiche Woche, noch eine schöne Woche und den Jens natürlich auch. Und da würde mich freuen, wenn Sie dann, wie gesagt, am 5. Juni wieder dabei sind. Und Jens, weiß Bescheid, die letzten 2 Worte. Nee, wie viele Worte sind es tatsächlich? Ich habe es gar nicht gezählt, aber es sind nicht viele. Das weiß ich. Happy Alles Trading. Klar. Genau, also sind es 2. Also, vielen Dank. Tschüss zusammen. Bis dann. Ciao, ciao.